Gut, ja, dann haben wir auch 16.30 Uhr. Ich denke, ich fange mal an. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid zu dem Vortrag. Es sind im Titel gleich drei Themen drin. Ich würde gerne auch so mal ein paar Handzeichen abfragen, wer sich von welchem der drei Begriffe im Titel am meisten angesprochen wird, gefühlt hat. Da ist Logging drin, da ist System-D drin, da ist sowas mit Raspberry Pi Cluster drin. Es hat eh viele Facetten, was ich hier mitgebracht habe. Ich bin froh, dass das Ding jetzt funktioniert. Die Feueraufbau hat doch viele bewegliche Teile. Ich würde gerne um Handzeichen bitten bei den drei Sachen. Mehrfachnennungen sind möglich, dann kann ich versuchen, ein bisschen drauf einzugehen. Also wer sich für Logging interessiert, möge mir das sagen. Okay, für System-D. Okay, und Raspberry Pi Cluster. Okay, ja. Wir haben jetzt noch im System-Administrationstrack hier so. Dann da passt das, glaube ich, trotzdem sowieso ganz gut generell rein. Die Folien selbst sind bis auf ein paar kleine Tippfehler jetzt schon veröffentlicht. Auch das, was ich an Dateien zeige, an Konfiguration zeige, an Skripten zeige, ist auch alles auf GitHub. Also und noch mehr. Da braucht also niemand was groß mitschreiben oder ähnliches. Und ich präsentiert zwar hier lokal vom Rechner, aber es ist auch als Foliensatz so auf GitHub verfügbar. Zunächst zu mir. Ich bin weder Entwickler noch Systemadministrator, habe eigentlich einen kaufmännischen Hintergrund. Ganz in der Schule haben wir mal mit dem ZX81 gearbeitet, dann war lange Zeit nichts. Aber wenn ich mir so ein Thema suche und mich reinfuchsen will, dann fuchse ich mich halt gerne in komplexe Sachen rein. Ich hoffe, dass ich dann auch euch was hier bieten kann. Und seit ungefähr 3 Jahren habe ich einen Job, wo ich sehr viele Logfiles lese den ganzen Tag. Textlogfiles von verschiedenen Applikationen, nicht nur eigene Applikationen meines Arbeitgebers, auch fremde Binärlogfiles, Textlogfiles. Habe natürlich am ersten Arbeitstag Cygwin installiert und habe mir damit die Arbeitsfähigkeit dann gesichert für die Jahre. Aber privat hat mich halt sehr interessiert, was alles noch im Logging-Bereich möglich ist. Und dieser Raspberry Pi Cluster ist also mein Hobbyprojekt. Ich mache das nur in der Freizeit, weil mich das Thema Datenanalyse interessiert. Datenanalyse auch auf verteilten Maschinen. Leider habe ich noch keine Daten. Da arbeite ich noch dran, mir Daten zu generieren. Aber zumindest schon mal die Systemadministration habe ich stehen. Sobald 2, 3 von den Boards im Spiel sind, hat man sofort ein Thema. Man braucht einen Zeitserver, man braucht einen Button, der alle Raspberry Pis runterfährt, sonst ist vielleicht die SD-Karte kaputt, wenn man nur hat ausschaltet. Und über alle die verbundenen Boards dann den Überblick zu halten, ist halt das Thema Logging gerade ein Thema, was sich gut herausisolieren lässt. Mein Problem ist, es gibt nicht so viele interessante Jobs, wo ich auch meine Begeisterung für Linux auch mittlerweile seit 20 Jahren so richtig ausleben kann. Momentan habe ich wenigstens eins, wo ich Daten analysieren kann, also Applikationsdaten, auch wenn ich da Zählerstände oder kaufmännische Zählerstände raus extrahieren muss. Aber ich würde mir doch wünschen, wenn da im Bereich Maschinenbau, im Bereich Automatisierungstechnik noch mehr Angebote erkennen. Momentan arbeite ich im Kundenservice, im Software-Kundenservice und ich glaube, es ist noch viel zu wenig bekannt, welche Möglichkeiten, wenn man auch auf einem Unix-artigen Betriebssystem unterwegs ist, mit Daten umzugehen, was allein der Mitarbeiter, wenn er auf dem Linux-Desktop arbeiten könnte, für eine höhere Produktivität haben könnte. Und die Produkte, die wir in Deutschland herstellen, sind halt andere Produkte auch in den anderen Ländern. Vielleicht sind es maximal die Japaner, die noch ähnlich komplexe Sachen herstellen, sobald irgendwo eine Netzwerkkarte mit im Spiel ist oder ein USB-Gerät, noch ein PC und eine komplexe Lösung drumherum verkauft wird, das Ganze auf der ganzen Welt steht und rund um die Uhr supportet werden muss, dann gibt es keinen Entwickler mehr, der im Fehlerfall irgendwie rausgeklingelt werden kann. Dann muss man seine Supportprozesse und seine Software-Serviceability so sichergestellt haben, dass niemand im First Level irgendwo Logfiles lesen muss. Und wenn man weiß, was man in den Requirements dann für Logfile, was es für Logging-Möglichkeiten gibt, was man fordern kann, dann tue ich mich da im Berufsleben halt auch ein bisschen leichter. Denn schließlich ist das vieles, was ich jetzt auch vorstelle, ist geprägt natürlich von
so einem Arbeitsumgebung, wo ein Techniker irgendwas austauscht. Da kommt vielleicht eine komplette neue Komponente rein. Da ist eine neue Firmware-Version drauf. Diese Firmware-Version in Grenzfällen produziert vielleicht andere Patterns, auch in den Logfiles, die der Kunde dann wieder reportet, die man erkennen muss. Das Ganze wird außerhalb von einem Rechenzentrum schnell sehr komplex. Die Aushilfe in der Nachtschicht kann vielleicht am USB-Hub ihr Handy laden oder ähnliches. All das sind Sachen, die man hinterher in Logfiles raus extrahieren muss und im Griff haben muss. Sobald ein Operator im Spiel ist, hat keiner mehr im Herstellerunternehmen wirklich einen Einblick, was draußen auf den Systemen passiert. Also außerhalb der Rechenzentren geht es halt wild zu, also da ist halt ja Feuer frei. Und deswegen möchte ich beim Thema Logging mit Systemd nur auf eine kleine Teilkomponente eingehen, auf so einen kleinen Baustein. Das, was ich eben in dem großen Bild gezeigt habe, das, was ich hier präsentiere, ist dafür keine Lösung, aber es ist halt ein kleiner Baustein. Und ich finde, es gibt ein paar interessante Konzepte dabei, die es zumindest mal wert sind, die vorzustellen. Als ich es zusammengesucht habe vor circa einem halben Jahr, fand ich relativ wenig Informationen, vor allem über das zentrale Logging mit Systemd. Gab es eigentlich nur einen Videovortrag auf YouTube und mittlerweile ist es ein bisschen besser dokumentiert. Und große Begriffe, viele hier sind beim Thema Logging interessiert, strukturiertes Logging. Ich weiß nicht, wie viele Stunden meines Arbeitslebens ich damit verbracht habe, irgendwelche Komma-separierten Pseudo-JSON-Strings wieder in Excel rüber zu pasten, um da irgendwelche Summen zu bilden. Strukturiertes Logging, wenn es irgendwo überall es gäbe, wäre enorme Arbeitsverleichterung und ich könnte im kompletten Support-Level diese langweiligen Sachen nach unten abgeben und bräuchte sie nicht selbst immer zu machen. Aber hochgradig interessant auch, was die mit dem Prometheus-Projekt machen, wo die komplette Metriken schon in der Applikation selbst mitschleifen. Da kann man dann nicht nur einen Zähler definieren, indem man eine API-Library für dieses Go-Programm in Go-Language geschrieben, Prometheus, einbindet, sondern man kann auch ein komplettes Histogramm mitführen. Man hat eine Art Time-Series-Database und seine wichtigsten Fehler oder seine wichtigsten Metriken kennt man sowieso. Wenn man ein halbes Jahr ein Produkt supportet hat, weiß, kann man runterbeten, was man eigentlich wirklich wissen muss in der großen Wüste von den Textlog-Files. Und da die richtigen Metriken, wenn es der eigene Code ist, vielleicht sogar schon im Code zu verankern, um zum Beispiel Histogramm über Fehlerzustände, also wenn ein System sich offline oder irgendwelche ähnlichen Zustände hat, das ist wäre enorm vielversprechend, weil eine Historie herzustellen aus den reinen Textlog-Files in der Art von System-Log-Files oder Applikations-Logs ist ja doch eher schwierig. Da muss man ziemlich weit in die Vergangenheit zurückparsen, wenn sie noch zur Verfügung stehen. Und also komplette Metriken schon drin verankern, das ist eigentlich eine vielversprechende Sache. Bei Prometheus kann ich auch jedem nur empfehlen, mitzulesen, was sie da für Konzepte haben. Ob das immer fürs eigene Anwendungsfall da passen wird, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das funktioniert dann so, dass man per HTTP als eine Art Scraping, Web-Scraping, dort die Metriken komplett abfragt. Interessante Sache. Ja, also Logging, Logfiles, ich denke, die meisten Logfiles, ich hätte noch das erste Logfile zu sehen, das ein Entwickler für den Supporter geschrieben hat. Ob der Entwickler immer erreichbar ist, um das Logfile in der angemessenen Zeit, die gerade vielleicht im Kundenservice-Fall zur Verfügung steht, auch lesen zu können, ist in der Regel nicht gegeben. Und im Idealfall kriegt ein Entwickler aus dem Support eine komplette Voranalyse mit Root-Cause-Analyse und er sieht jeden Bug nur einmal, er fixt ihn und dann beginnt die lange Zeit, bis der Kunde upgradet. Wenn es nicht das eigene im eigenen Zugriff ist, steht man da möglicherweise jahrelang noch mit alten Softwareständen draußen und muss aber immer noch Support leisten für einen Bug, der längst gefixt ist. Je besser eine Support-Organisation dann Zugriff hat auf nicht nur über Monitoring, sondern vielleicht auch über Monitoring hinausgehend, über Log-Informationen, holt da enorm viel Zeitgewinn raus und verbessert da die Reaktionszeiten enorm.
Also in meinem Arbeitsfeld ist es so, ich bin als Back-Level-Supporter oder Third-Level-Supporter dafür zuständig, First- und Second-Level zu schulen. Und die sollen irgendwie an drei Call-Sendern rund um den Globus dann möglichst wenig Zeit auf die Tickets buchen. Nur wenn ich Lokrotationen nach Megabytes erklären muss, dann schalten die mir schon gleich ab und dann habe ich da keinen Zugriff. Deswegen ist alles, wo man zwischen dem Monitoring und dem Logging irgendetwas finden kann, wo komplexe Situationen schnell erkannt werden können, immer ein Ticket weniger, was bei mir aufschlägt. Also da in die Richtung geht meine Suche. Hier an der FirstCon, die Vorteile, wenn man mit CREP, mit Org oder sei es auch nur mit Z oder Ähnliches auf der Kommandozeile arbeitet, sind enorm. Wenn man außerhalb von der Syqvin-Umgebung oder außerhalb von der Linux-Umgebung versucht, die Effizienz herzustellen, fällt das in der Regel schwer. Ein F-Open und erstmal alles reinlesen, klappt bei einem kleinen Log-File, aber ja, das ist die Tools, die man auf der Kommandozeile kennt, die sind ein guter Ansatzpunkt, um sich daran dann weiter vorzuhangeln. Ja, wie gesagt, nicht nur der Entwickler, der idealerweise voranalysierte Logs bekommt, natürlich die Logs nochmal komplett zur Verfügung bekommt, der dann weiß, in welcher Zeile von seinem Quellcode er den Logging-Aufruf hat, dann kann er sich möglicherweise einfacher tun, den identifizierten Bug zu fixen. Und sobald es komplex wird, keine Chance im Produktlebenszyklus, die nächste Generation besser zu entwickeln, wenn man nicht auf Tonnen von Logs zugreift. Also mindestens ein halbes Jahr zurückblickend ist ja ein Minimum an Historie, das man haben muss, um wirklich zu wissen, was da drauf passiert. Aus dem Bauch raus, weil man schon lange dabei ist oder Ähnliches, spätestens wenn ein Operator da noch irgendwas bedient, ist keine Chance, dass man ohne genaue Analyse von eigenen Logfiles, von Betriebssystem-Logfiles, von Fremdhersteller-Logfiles wirklich da was eine Verbesserung bringen kann. Logging mit Systemd ist für mich interessant, weil ich denke, es bleibt eine Zeit lang bestehen. Ich mache das in meiner Freizeit. Ich habe die letzten 2 Jahre viel Zeit reingesteckt. Die nächsten 10 Jahre werde ich in Summe so viel Zeit reinsteigen wie die nächsten 2 Jahre. Ich denke, wenn man sich jetzt mit Systemd-Logging beschäftigt, wird man davon eine Zeit lang was haben. Das bis auf Gentoo, obwohl ich habe jetzt 3-4 Monate auch nicht mehr geguckt. Ich weiß nicht, ob zumindest bei Gentoo, bei meiner letzten Gentoo-Installation habe ich mir Systemd nachinstalliert, damit es in den Cluster reinpasste. Ist man eigentlich überall mit dabei. Und zumindest sind es 2-3 interessante Konzepte dabei, die man zumindest sich in aller Ruhe angucken kann, auch wenn einem das dann nicht zur Verfügung steht. Wenn ich eben von Applikationslogs geredet habe, muss man natürlich auch unterscheiden. Es ist ganz klar, das Logging vom ersten Prozess und in dem Bereich bewegt man sich. Das ist kein Logging-Framework für Applikationen. Es fing an, wenn man die ersten Videos anschaut und die ursprünglichen Blog-Einträge liest, war die Motivation hinter dem ganzen Logging, dem ganzen Journal die, dass wenn man den Status des Services abfragt, dass Kontext hergestellt werden kann. Und allein da, also wenn ich nicht nur den Fehler finde in meinen Logzeilen, sondern auch noch Kontext, historischen Kontext, da muss ich mit CREP-Before und schon ganz schön hangeln und hinterher wieder mit CREP-Frau jede Menge ausblenden, um wirklich meine relevanten 10 letzten Zeilen zu bekommen. Das war der Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, warum die im Init-System angefangen haben mit einem eigenen Logging, Kontextinformationen zum Service. Und man guckt eh nur nach dem Service, der fehlgeschlagen ist. Der in dem Fall steht er zwar hier auf Active, weil ich gerade keinen fehlgeschlagenen wusste. Und Kontext herzustellen, und das Ganze ist schnell, das war der Anfangspunkt von der Sache. Wir können auch rüber mal auf die Kommandozeile wechseln. Ich bin hier auf dem Hauptrechner eingeloggt. Na?
Bin ich noch? Nein, bin ich nicht. Hier. Also Journal Control, ich denke, jeder hat es schon ausgeführt, ist der Standard-Log-Aufruf mit wie analog zu Tel-F, läuft er immer unten mit und springt ans Ende des ganzen Log-Files, was er führt. Und aber es wird natürlich schon gleich, bei Text-Log-Files tue ich mich bedeutend schwerer, zum letzten Boot-Vorgang zurückzuspringen oder halt auch eine Zeit rauszunehmen. Ah, ich dachte, ich hätte es noch in der... Also wenn ich das kreppen will, dann bin ich schon eine Zeit lang beschäftigt. Meistens bearbeite ich immer zwei Tickets gleichzeitig. Eins lasse ich mir erstmal alles drüber parsen und alles verdichten oder splitten, was es halt so gibt, damit man hinterher dann bei reinen Textlog-Files das so hat. Auch die Geschwindigkeit davon ist natürlich toll, aber das ist halt das kleine Einmaleins. Richtig interessant wird es natürlich dann beim strukturierten Logging. Und da ergeben sich jetzt eigentlich die Sachen, auf die ich gleich eher hin will. Ich denke auch, hier auf der FrostCon braucht man sich mit dem mit den kleinen Anwendungsfällen nicht auseinanderzusetzen. Ups. Weil es strukturiertes Logging ist, was auch bedingt, dass halt es die Entscheidung war, dann ein Binär-Log-File-Format zu nehmen, können wir gleich noch reinschauen. Gibt es nicht mehr nur nach herkömmlicher Art eine Logzeile, die mit wie einem Art Printf-Format irgendwie am Anfang Datum hat, dann einen Statuscode oder den Thread oder sonst irgendeine Log-Message hinten dran, sondern es ist strukturiert und es ist wie ein Dictionary oder ein assoziativer Array, der mitgeloggt wird. Und die Message ist nur eins von den Feldern, die gefüllt werden. Hier mit dem Strich Fields ist jetzt in der aktuellen Log-Datei aufgelistet alle Felder, die mitgeloggt wurden. Priority, ganz lustig zu haben. Man kann ein bisschen dann bunten Ausgabe damit machen. Oder unten irgendwo werden wir die Message haben. Das ist die eigentliche Log-Message, so wie wir sie hinten in der Log-Zeile lesen würden. Was man hier sieht, sind, dass manche mit einem Unterstrich am Anfang versehen sind. Und das sind die vertrauenswürdigen Felder, die unten aus dem Init-Prozess, aus dem Kernel herauskommen. Das sind Felder, die im User-Space nicht überschrieben werden können. Wenn ich jetzt eben hier das Message-Field habe, dann kann ich selbst einen Logging-Aufruf starten und kann das Field-Message mitgeben und kann es überschreiben. Beim Message ist es jetzt nicht so tragisch, aber wenn ich jetzt irgendwo Audit-relevante Sachen dann überschreiben könnte. Die Unterstriche, das kann man auch im Quellcode danach gucken, das sind, wo das Logging-Framework, wo Journal die garantiert, dass die wirklich von dem angedachten Sender dieser Logzeile kommen. Und das sind jetzt hier mit Strich Fields, hatte ich das jetzt aufgerufen. Das ist also die Sort Unique sozusagen von allen Fields, von allen Feldern, die zur Verfügung stehen. Und nehmen wir dann nur mal ein Feld heraus, das ich glaube so, nein. Weil es so im Field 2 im Minimalbeispiel beschrieben war, habe ich das auch so gefüllt. Okay. Wir könnten eh mal hier deswegen war auch eben gleich mein Sins nicht zu sehen. In dem strukturierten Logging, in dieser Datenstruktur, habe ich irgendwann ein Field 2 angelegt und in den Log-Dateien, die hier zur Verfügung stehen, gibt es zwei individuelle Werte, mit denen ich die gefüllt habe. Und das ist das Wert GBIO 24, kommen wir gleich zu. Und das Minimalbeispiel im Code auf der Webseite ist, dass man da Greetings reinschreibt. Die Log-Zeile, die wir also in den Text-Log-Files üblicherweise haben, ist hier eine Struktur. Die wird in einem Binär-Log-File, können wir gleich vielleicht diskutieren oder nicht,
geführt, ist ein C-Struct, ist relativ schnell. Das geht ja jetzt hier in Sekundenschnelle, das rauszugeben. Und bietet uns einen Zugriff drauf, wo man anders im Init-Prozess, weiß nicht, was man sonst noch machen könnte. Ich will im Init-Prozess selbst auch eine SQLite natürlich nicht haben und erst recht kein Elasticsearch-Java-Abhängigkeit oder sonst irgendetwas. Und da ist diese Implementation mit so einem relativ leichtgewichtigen Binärlog eigentlich schon eine schicke Sache, weil es geht über alles hinaus, was ich sonst kreppen kann oder ähnlich, mit was Ähnlichem machen kann. Ja, was gab es hier so für Aufrufe mit Priorität Nummer 5? Jede Menge. Und man kann natürlich auch rein loggen. Das Programm Logger macht standardmäßig einen Aufruf mit der Priorität 5. Das heißt, dieses Test werden wir jetzt hier dann hinten, sollten wir finden. Ja, vielleicht ist noch was anderes gerade zugange. Aber also auch nach den Feldern lässt sich sehr leicht filtern. Als ich die externe Festplatte eingehängt habe und hinterher von der einen Partition auf die andere umgestellt habe, um da die Logfiles abzulegen, ist es super leicht. Journal Control /dev/sda2 und ich hatte alle relevanten Ausgaben zu dieser Partition, die gelockt wurden, als sie angemountet wurde, beziehungsweise ich nutze das Auto-Mount-Feature davon von SystemD. Also super Sache, um zu filtern, ist schnell, ist übersichtlich und auch relativ gut bedienbar. Wenn man sich im Init-Prozess bewegt und im Logging vom Init-Prozess, ist natürlich die Frage, was will man da reinloggen? Also meine Webserver-Logs, selbst wenn es die Möglichkeit gibt, es gibt PHP-Bindings oder Node-Bindings, weiß ich nicht, ob ich, muss man im Einzelfall, in seinem Anwendungsfall entscheiden. Ich habe hier Raspberry Pi Boards, die haben die GPIOs und für mich ist jetzt hier so die Definition, was ich an GPIOs anschließe, ist wie eine Art Device, wie ein Zusatzdevice. Dass wenn ich jetzt hier so einen Button habe, den ich abfragen will, dann mache ich das in Python und versuche es gar nicht mit meinen Kenntnissen, dass mit Kernel-Möglichkeiten oder die LEDs gäbe es auch gewisse andere Möglichkeiten, als die LEDs über Python dann anzusprechen. Aber das, was ich als Device anstecke, das ist für mich ein heißer Kandidat, um es halt damit zu locken, weil das ist nah an der Hardware, das ist wenn ich ein Gerät ein- und ausstecke, so grob gesagt, über den Daumen gepeilt, was bei dem Mesk rauskommt, als Info, was da über den Kernel geht, das ist ein guter Kandidat, um es wirklich in Betracht zu ziehen. Und wenn ich mir jetzt hier teilweise behelfe, dass ich ein Python-Skript als Daemon laufen lasse, was mit SystemD sehr leicht ist, es braucht nur 3-4 Zeilen in einem Service-File, dann darauf will ich hinaus, wenn man ein Skript als sein System die Service laufen lässt und es produziert Ausgaben auf Standard-Out oder Standard-Error, dann landen die auch hier drin. Und in der, ich glaube, es ist eine Syslog-Konvention, wenn ich also mein Bash-Skript als Daemon, als Service laufen lasse und ich mache einfach nur ein Echo, landet das hier drin und ich glaube, es kommt aus Syslog, wenn ich ein Echo mit einer Ausgabe mache, ich habe es hier nicht stehen, größer Zeichen 6, kleiner Zeichen, dann ist das mit der Priorität 6 dann im Journal drin, wird entsprechend gehighlightet oder ähnliches. Und beziehungsweise hier, wenn man es mit Logger aufruft, mit Strich P, muss man die Priorität dann mitgeben. Und so hat man eigentlich viele Möglichkeiten, etwas in das Journal hineinzugeben, was man hineingibt, im Einzelfall zu entscheiden. Aber da hört es eigentlich auch noch nicht auf, sondern es geht noch ein bisschen weiter. Prinzipiell halt, dass man auch Felder in so einem strukturierten Logging leicht definieren kann, ist eine super Sache, weil man hinterher leicht filtern kann. Ich hatte eben die Sort-Unique-Anwendung der
existierenden Felder gezeigt und danach ja auch gezeigt, welche Inhalte dieses Feld 2 oder Field 2 hatte. In meinen, ich glaube, neu aufgesetzt habe ich es Ende April, habe ich diese 2 Unique-Werte im Feld 2 gehabt. Also schon bequem, wenn ich da, klar, mit Sort Unique kriegt man es auch rausgekreppt, aber nicht in der Geschwindigkeit. Reinschreiben, es ist hier ein bisschen zu wenig ausgedrückt. Man kann natürlich mit der C-API reinschreiben. Es gibt PHP-Bindings, es gibt Node-Bindings, um reinzuschreiben. Und die sind vor einiger Zeit in GitHub aus dem eigentlichen System die rausgewandert. Am Anfang war mindestens die Python-Library immer mit in der Installation bei. Und im GitHub-Projekt ist das jetzt alles ein einzelnes Unterprojekt oder ein eigenes Repo geworden. Wenn man also das sucht, auf der ersten Seite kann man gleich drüber scrollen. Viele gibt es nicht. Ich glaube, es waren auch schon die 3. Aber man kann relativ leicht reinschreiben, ohne jetzt Standard-Auto im Service-Zustand oder Ähnliches reinzuschreiben. Da hört es halt nicht auf, weil man kann auch auf das, was reingeschrieben wird, natürlich lauschen. Und das nutze ich hier mit dem kleinen Button. Ich habe einen, momentan die Minimalversion, einfach an die 2 Pins einen Taster angesteckt, weil jetzt habe ich zwar nur 3 Boards hier, aber eigentlich sind es 6 oder 7 Stück, die ich hier drin habe. Und ich will natürlich mit einem Tastendruck alle ausfahren. Ich will mich nicht einloggen, ich will auch nicht ein Skript starten, was mit SSH irgendwas weitergibt. Also es muss ein Tastendruck sein, vielleicht reagiert es gerade nicht. Und da kann man auch sich das zunutze machen. Und zwar fangen wir da erstmal beim Einschreiben an. Das Minimalbeispiel, was so in der Dokumentation auch steht, sind die 3 Zeilen. So definiert man Feld. Deswegen stand da vorhin auch Greetings, weil ich das irgendwo mal reingepastet habe. Damit hat man was im Logging vom Init-Prozess drin. Und wenn man das als also auf diesen Power-Button überträgt, zeige ich jetzt gleich auf den nächsten paar Folien, wie das dann implementiert ist. Weil mit einem Taster möchte ich natürlich alle Boards ausschalten können. Ich muss es noch debouncen, einfach in Software, brauche ich nicht groß irgendwie anders zu entprellen oder so. Und das Skript selbst habe ich in dem Fall eine andere Python-Bibliothek verwendet, weil zumindest vor 9 Monaten war die in der Lage, innerhalb von der virtuellen Environment in Python das dann auch zu tun. Und die offizielle Library hat es nicht gemacht. Deswegen ist hier nicht from systemd import, sondern systemtrim. Ist auch mit pip installierbar, und also kein Problem. Und eine Besonderheit, soll ich gleich vielleicht noch kurz einen Abriss geben, ist, dass ich das Salt-Stack Configuration Management einstelle. Aber ansonsten ist eigentlich das, was hier unten, nachdem ich es in Software noch entprelle, es ist nicht die komplette Datei, aber es ist, glaube ich, 60% von allen Zeilen sind, dass er halt zum einen reinschreibt in das Logging, und ich kann dann nachdem ich mein Remote oder mein zentrales Logging konfiguriert habe, kann ich da mitlauschen lassen, egal auf welchem Board ich es angesteckt habe, diesen Button, ob der Befehl auch durchgekommen ist. In dem Fall hier mache ich mir es einfach und nutze gerade von meinem Config- und Remote-Execution-Programm Salt-Stack die Library, die einfach dann den Shutdown-Befehl an alle verbundenen Boards dann weitergibt. Und das ist also der Fall, dass ich aus einem Python-Skript den Journal von systemd reinlogge. Ganz einfach halt auch als Daemon laufen zu halten. Das ist jetzt hier noch mit Zeilenumbrüchen, zusätzlichen Zeilenumbrüchen versehen. Man könnte es noch ein bisschen robuster machen, wann er restarten soll oder ob er eine Zeit lang warten soll, bevor er einen Restart machen will. Aber dieses Python-Skript, das hält er quasi am Leben. Und also da war ich schon ganz zufrieden, als ich das erste Mal rausgefunden habe, wie leicht es war, also kein Init-Skript mehr schreiben zu müssen und Run-Level oder Ähnliches. Also, ja.
Und würde hier jetzt irgendwo in diesem Python-Skript jetzt ein Print-Befehl stehen, käme der also auch ins Log-File rein. Das ist aber jetzt nur das Reinschreiben. Und genauso können natürlich auch andere Programme, in meinem Fall SaltStack als Konfigurationsmanagement, auch auf das Journal horchen und gegebenenfalls darauf reagieren. Und spätestens, wenn man ein zentrales Logging hat, kann das halt das Leben ganz schön leicht machen. Und aber also bei SaltStack es ist Puppet und Chef waren ja so die ersten großen Open Source Konfigurationsmanagement Systeme, CF Engine schon länger ein bisschen bekannt, die von SaltStack zitieren relativ häufig den Mark Burgess von CF Engine und ist in Python geschrieben, ist nicht nur Config Management, sondern auch Remote Execution und Event-Driven Infrastructure nennen die es. Was damit gemeint ist, ist, dass ich auf den Nodes, auf den Clients, die nennen das Minions, dass ich dort auf Events horchen kann und zum Beispiel auf mein Journal horchen kann. Wenn ich also strukturiert auf meinen Nodes in das Journal reinlogge, kann ich auf einzelne Felder mit meinem Event-Driven Config Management lauschen, die sogenannten Beacons, und dann die zentrale Instanz zu etwas veranlassen. Ein anderes Beispiel hier unten ist iNotify, dass man auf seinen abhängigen Boards auf irgendwelche Kernel-Events horcht und dann zentral was auslöst. Zum Beispiel, wenn eine Config-Datei zerschossen ist, kann man sie wieder neu runterschicken. Aber man kann auch unten auf den auf das Journaling vom Init-Prozess lauschen. Super bequeme Sache. Hier nutze ich das, dass ich die Möglichkeit habe, mit einem leicht anderen Skript meinen Power-Off-Button irgendwo anzustöpseln. Weil das Gehäuse sozusagen, was ich hier habe, das gefällt mir noch überhaupt nicht. Und das andere, was ich hatte, war kein Platz, dass ich den anstecken konnte. Und dann sind es nur wenige Zeilen Code mehr. Und ich kann mir auf einem einzelnen Linux-System mit einfach das auf dieses Device, weil meine Taste habe ich ja als Device am GPIO-Pin definiert und damit würdig im Init-Prozess irgendwie im Logging drin zu sein, super bequeme Sache, dass ich dann die Message Queue von so etwas nutzen kann. Und das Ganze sieht dann so aus, dass man auf dem Gerät, wo etwas reingeloggt wird ins Journal, einfach nur horcht und auf den zentralen Master dann auf etwas, was einem da hoch entgegenkommt, dann mit irgendeinem Befehl reagiert. Das ist so natürlich jetzt implementationsspezifisch für SaltStack, aber es zeigt, es ist nicht nur ein Logging-Framework, wo man reinschreibt, sondern in dieses strukturierte Logging kann man auch die Hand reinhalten in den Strom und sich das rausfischen und dann Config-Datei wieder runter überbügeln oder Ähnliches tun. Also weit, weit hinausgehend über das, was man mit reinen Text-Log-Files herkömmlicher Art machen kann. Gibt es da Fragen zu dem Punkt soweit? Hier bei SaltStack jetzt? Ja, die können das habe ich hier so angedeutet, die können da so eine Federation oder so einen Abgleich dann irgendwie machen. Das System hier ist, dass die bis auf die geheimen Daten, weiß ich, Passwort-Hash oder so, hören eh alle alles. Und deswegen tun die sich relativ leicht, hier oben so was synchron zu halten. Kann man dann auch gegebenenfalls noch Netzwerk segmentieren, ähnliches, aber das, ja, so weit habe ich es noch nicht getrieben. Aber es geht wohl bis in die Millionen Nodes, die da machen. Das ist also ein leistungsfähiges Ding. Ist in Python und es kommt überall, auch wenn man die Standardkonfiguration in YAML normalerweise schreibt, das ist das normal dokumentierte, es wird alles in Python Dictionary. Und man spürt überall das Dictionary. Also entweder hat man Dictionary oder es ist irgendwas iterable. Und das spürt man ja durch alle Schichten immer durch. Und das macht das eigentlich sehr schön mitzuarbeiten, wer so in der Python-Welt sich wohlfühlt und noch nichts irgendwie sich auf was festgelegt hat, sollte sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe großen, großen Spaß daran. Ich traue mich wieder in der Freizeit, komplexe IT-Projekte zu machen, weil ich kann weggehen, nach einem halben Jahr wiederkommen, wo ich früher meine
Bash-History ausgedruckt habe, um zu hoffen, ich kann mich noch selbst supporten. Aber jetzt ist es bei GitHub, dass hier die Config-Dateien liegen auch auf GitHub. Und er macht so eine Art Union-FS dann da rein. Und also sogar mein SSH-Key liegt auf GitHub. Aber ich habe einen neuen generiert. Es war noch irgendwas? Na, machen wir weiter. Zentrales Logging. Ich denke, wenn jetzt Systemd, als ich es vor ein paar Jahren begonnen hat zu betreiben, hat jeder sein zentrales Logging schon irgendwie auch für alle Arten von Logfiles irgendwie begonnen. Es ist nichts umwerfend Neues. Es ist integriert, man kann es nutzen. Natürlich kann man auch einfach seine syslog-äquivalenten Journal-Files da liegen lassen. Es ist sogar so, die meisten Distros übernehmen das für einen im Standard. Wenn man einfach Systemd ohne Anpassung installieren würde, wäre das sogar alles nur flüchtig. Und nur durch das Anlegen von dem Verzeichnis var log journal wird das überhaupt persistiert. Ansonsten wäre es nach einem Reboot auch weg. Die Distros erledigen das für einen von Anfang an mit. Und man kann sich damit natürlich genauso gut behelfen. Ehrlich gesagt habe ich, bevor ich hiermit begonnen habe, in meine Syslogs, glaube ich, nie reingeguckt. Mal vielleicht DMS und gucken, ob der USB-Stick erkannt wird. Aber ja, man kann ob es aktiviert ist, mit den beiden Service-Unit-Files überprüfen. Das zentrale Logging ist ein Service, der läuft auf dem Part 19531. Wenn man da mal den ändern will, dann ist das wie alles in Systemd Teil der Parallelisierung vom Startup, wo der Socket nicht zur Verfügung stehen braucht. Der Service kann schon da sein, wird gegebenenfalls nachaktiviert. Deswegen der Hinweis nur hier auf der Folie, dass ich es irgendwo mal wenigstens hingeschrieben habe. Das ist mit Socket Once, kann man den neu konfigurieren, wie Standard-Systemd-Socket-Verbindungen halt. Das ist so sonst nicht so ganz einsichtig. Man kann es über HTTP oder HTTPS transportieren lassen, weil dort implementiert ist die libmicro-HTTPD und die wird auf savannah.org. Ich glaube, das ist ein Link hier. Oh, hat der sich geöffnet? Ah ja, hier. Wird die entwickelt, aber irgendjemand macht immer einen Mirror auf GitHub und wenn ich mal was suchen muss, ist hier oben das Feld, habe ich mich so mittlerweile daran gewöhnt, ist das eher, wenn man zentrales Logging macht, ist es interessant zu wissen, dass es das ist, weil die haben ihre Testcases da drin und dann kann man sich die Curl-Aufrufe raussuchen oder gleich aus meiner Präsentation abschreiben, mit dem man seine HTTPS, seine Zertifikate testen kann. Weil am Anfang, das ist zwar irgendwo dokumentiert, nachdem es geklappt hat bei mir, wusste ich auch, was die dokumentiert hatten. Aber das ist... ich stehe hier oben drin. Ja, also das sind die... Auch die Begrifflichkeiten. Upload ist das, was die Logfiles zentral wohin schickt und Remote ist das, was es entgegennimmt. Remote ist sozusagen der Sync. Und es ist überall schon mit installiert. Also es braucht keine zusätzlichen Pakete oder ähnliches. Es braucht nur quasi die Konfiguration. Konfiguration ist relativ übersichtlich. Ich zeige jetzt hier nur die verschlüsselte Variante, weil ich denke, in 2016 machen wir ja alle nichts mehr unverschlüsselt, also zumindest kann man so tun. Und wo man das hinlegt, ist egal, aber die verschiedenen Distributionen haben ja verschiedene Standardverzeichnisse für OpenSSL, wo sie es in der Regel hinlegen. Hier habe ich Arch Linux drauf, da ist es etc/ssl und deswegen habe ich so hier direkt konfiguriert.
Am Anfang war ich reingefallen, weil ich gedacht habe, ach so, ja, mal schnell Zertifikate. Und ich hatte zuletzt welche generiert für OpenVPN. Aber das müssen X509 sein. Und ich zeige jetzt im Anschluss vor allem, wie man es debuggen kann. Wenn man es nämlich mal eben nur ausprobieren will, dann muss man schon ziemlich sicher sein im Handling seiner Zertifikate, damit es auf Anhieb klappt. Das ist alles, was notwendig ist in dieser einen Konfigurationsdatei. Und das ist dann alles, was auch hinterher den Unterschied macht, ob es SSL transportiert wird oder hier über HTTP. Und also im Quellcode ist auch ein Test auf ein Stringvergleich auf die ersten 5 Zeichen, kann man im Quellcode sehen. Wenn das mit HTTPS ist, dann erwartet er das Vorhandensein und die Existenz dieser Zertifikatsdateien. Und dann ja, mit Enable und Start ist dann das Remote Logging eigentlich aktiv und uns sollte ankommen. Und ja, Zertifikate generieren, ich denke, braucht man nicht groß drauf eingehen. Ich teste immer noch, wie ich meine Visuals, meine Grafiken mal so mache. Root-Zertifikat, Intermediate, für jeden Node ein eigenes und wenn man irgendeine Art von Config-Management hat, wird das ja auch eine Art SCP immer mitbieten. Pro Hostname muss es ja unterschiedlich sein. Und hätte ich mal daran gedacht, von Anfang an auch immer ein Localhost-Zertifikat zu generieren, dann wäre ich bei meinen Tests wesentlich leichter gewesen, als wenn ich dann in der Etsy-Hosts mich doch wieder auf meinen langen, aus irgendwelchen Gründen mal gewählten Domainnamen hätte umbenennen müssen. OpenSSL hat auch Tests-Tools mit drin. OpenSSL S-Server nimmt Verbindungen entgegen. Könnten wir eigentlich auch gerade kurz mal demonstrieren. Ich glaube, das habe ich auch noch in der... Ja, genau. Also er braucht halt sein Zertifikat und die Schlüsseldatei. Wenn man es hier mit groß macht, hat er sogar eine Art Mini-Webserver mit dabei. Ich glaube, Moment, ich will mal, wenn hier eine Index.html liegt, ja, liegt sie. Ja, okay. S-Server. Ich bin jetzt auf meinem zentralen Rechner. Dadurch weiß ich schon mal, dass meine Zertifikatsdateien eigentlich richtig sind. Ansonsten würde mir OpenSSL das jetzt was um die Ohren schmeißen. Mit OpenSSL Verify kann man auch gucken, ob es richtig ist. Und wenn ich hier drüben mich jetzt auf... Die Hostnamen sind irgendwie so ein Fahrradlaufwerk, sollen sie so, also ein Fahrradlaufrad ungefähr. Ich glaube, auf dem 01er hatte ich... Ah, wahrscheinlich doch auch als Root. Na, dann probieren wir es halt mit Curl, weil ich es gerade in der History finde. Ah nein, das war auch noch der andere Test. Also so irgendwie seine Zertifikate vorher zu testen, ist halt schon enorm praktisch, weil man hat dann möglicherweise das erste Mal das Logging mit Systemd, was man probiert, welchem Teil traut man jetzt nicht so. Und das Troubleshooting fällt dann doch irgendwie erheblich leichter. Ich habe dann noch eine Variante, wo ich einfach einen Python HTTPS Basic Server aufmache und dann kann ich auch zumindest die Zertifikate testen und weiß, ob die Verbindung zustande kommt. Und ich wusste vorher gar nicht, dass mit OpenSSL auch so viel möglich ist. Das war mir in dem Zusammenhang neu. Ja, hier sehen wir, weil oben in Capital Letters www steht, agiert es wie ein kleiner Webserver sozusagen. Wenn man es mit klein www hat, dann hat er lediglich dann wirft er gegebenenfalls nur einen Zertifikatsfehler. Ja, also der Vollständigkeit halber auch das hier nochmal dann in den Slides. Für mal eben testen kann man ja auch von seinem eigenen, von einem System auf eine andere
Stelle im Dateisystem locken und das da entsprechend übertragen. Ja, nochmal ein kleiner Python-HTTPS-Server. Achso, ja genau, die ist ja schon ganz gut, wenn man Zertifikate auch fürs Logging dorthin legt, wo die anderen Zertifikate liegt. Ich hatte einfach mal ein paar Docker-Container runterlaufen lassen und OpenSSL spuckt dann diese Sachen aus. Letzter großer Punkt natürlich ist große Diskussion immer, Text oder Binärlogs. Und ich war auch nicht so sicher, wie ich das einschätzen soll. Im Nachhinein war es nicht schwer, eine Meinung zu bilden. Und zwar muss man bei der großen Diskussion, soll man seine Systemlogs als Binärdateien speichern oder nicht, auch genau erstmal unterscheiden, worum geht es bei der Diskussion. Also für mich ist ungeheuer wichtig, dass ich immer in der Lage bin, weiterhin gegebenenfalls zu kreppen und die ganze Pipelines auf der Bash irgendwie durchzuführen. Das ist das, wenn mir das jemand nimmt, dann würde ich, glaube ich, allergisch. Und darüber hinaus gibt es oftmals Anforderungen, dass man eine Art Archivierung sicherstellen will, dass vielleicht irgendwas noch nachweisbar sein muss und wenn irgendwo, keine Ahnung, ein Bit kippt, man Angst hat, in einem Binärlog-File wäre was weg oder nicht mehr da oder ähnliches. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie noch so die Techniker und die eher politisch orientierten, aber da kann ich nichts zu sagen. Also für mich war es ein großer Unterschied, nachdem ich dann einfach in die Source Code reingeguckt habe, weil beim Thema strukturiertes Logging wollte ich natürlich auch wissen, wie funktioniert das jetzt genau, was macht der da mit diesen Binärdateien. Ich habe zwar nur vielleicht 50 Stunden in der Arduino-IDE verbracht und sonst mit irgendwas, wo C vorne vorsteht, nie was zu tun gehabt, aber weil ich aus der PHP-3-Welt komme mit den assoziativen Arrays, hatte ich mir ziemlich schnell in C gesucht, die Structs, wie das da funktioniert, weil man sich da so die alten, kleinen, hässlichen Code-Gepflogenheiten dann wieder machen kann. Und das ist ein Auszug jetzt hier aus der Journal-Dev-Header-Datei, wo das definiert ist. Und nachdem ich verstanden habe, dass er in seinem Binärdatei, sehe ich ja ein, irgendwo muss ja dieses Strukturierte herkommen, wenn man nicht mit großen Kanonen drauf schießen muss, das, was man hinterher in Journal Control dann sieht, anwendet und verwendet, das ist dann halt hauptsächlich der Header-Struct. Unten drunter, das entzieht sich dann, kann ich nicht beurteilen, wie er auch, oder wie die dann in der Datei die einzelnen Bereiche ansprechen, dass sehr schnell reingeschrieben werden kann, dass aber auch sehr schnell wieder rausgegeben werden kann, weil definitiv schneller als wenn ich durch eine Textdatei kreppe, ist es auf jeden Fall. Und das Ganze ist also für meine oberflächlichen Kenntnisse relativ leichtgewichtig. Ich konnte ansatzweise in Verbindung mit dem Blogpost nachvollziehen, was er da macht. Und im allerersten Vorstellung vom Journal-Anteil war auch eigentlich zu lesen, oder so habe ich so rausgelesen, dass diese Journal-Control, was wir verwenden auf der Kommandozeile, eigentlich nur so eine Art Referenzimplementation sein solle. Und dass es jede Menge andere Möglichkeiten sich vielleicht entwickeln würden, mit diesem Journal, mit dem strukturierten Logging umzugehen. Ich habe bei YouTube einen gefunden, der hatte so eine 50% Variante von einem eigenen Writer in den Journal rein. Und der hat ansonsten nur so einen Gamer-Channel, der hat irgendwelche Retro-Games vorgestellt und hatte sich da, ich habe es nicht verstanden. Aber ansonsten ist also da relativ ruhig an der Sache, wo man sich diese abgesehen von den paar PHP-Node oder Python-Zugriffsmöglichkeiten, also das, was als Textformat dasteht, als Speicherort, auch als Verteilort, hat eigentlich noch mehr Potenzial, wo man dran arbeiten könnte,
Und zumindest im ursprünglichen Blogposting hatte ich den Eindruck, dass das eigentlich so gedacht, gewünscht, gewollt oder vorabsehbar so irgendwie ist. Und außerdem, das war dann das Zweite, ist es durchaus auch möglich, in die Binärdatei noch einmal reinzuschauen. Noch in der History noch drin liegen, die sollte existieren. Und das ist natürlich jetzt nicht ein Logfile, wie man es so kennt, aber vorhin hatten wir, glaube ich, Priority oder Message. Die sind jetzt nicht unbedingt der zeitlichen Reihenfolge, weil wo die jetzt hinpointern, da das kriegt man natürlich jetzt nicht rausgekreppt. Aber die Möglichkeit, nochmal reinzuschauen, einfach mit Strings auf die Datei, besteht auch immer. Und also ich habe unnütze Stunden verschwendet, weil ich mich erstmal habe nervös machen lassen von der ganzen Diskussion, binär mit Text. Klar, wenn da was Großer kippt, vielleicht komme ich immer noch nicht wieder dran. Aber und es ist auch natürlich jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber das ist das Binärformat ist relativ leicht zugänglich. Wenn das in der SQLite oder Ähnliches liegen würde, wäre wesentlich schwieriger, dann wieder da dran zu kommen. Also damit war für mich zu dem Zeitpunkt die Diskussion dann eigentlich für meine Privatanwendungsfälle erst recht dann beendet. Wenn ich also dann hier, man kann auf komplette Verzeichnisse auch lauschen. Journal Control F hatte ich vorhin gezeigt. Mit Strich D schaut er sich alle Journal Files in einem Verzeichnis an. Das ist jetzt hier das Verzeichnis, was diese mit Upload und Remote Dateien entgegennimmt. Und wenn ich jetzt hier unten, ich glaube, hier habe ich es zum Beispiel mit SaltStack nochmal die Grundkonfiguration herstellen lasse, dann bin ich hier noch drauf, ja. Dann sollte hier drüben, tut es nicht. Okay, Demonstrationseffekt, viele bewegliche Teile. Eigentlich müssten ja die gleichen Sachen, die wir hier jetzt sehen, auch Typen schon im zentralen Locking sehen. Das funktioniert auch eigentlich. Die sind doch recht viel, was halt außerhalb meines Schreibtisches da so hier vielleicht gerade anders sein kann. Und damit hat man dann an der Stelle, wo man hinloggt, hier natürlich auch dann alle weiteren Filtermöglichkeiten, die eben schon drin sind, seit dem letzten Bootvorgang auf den Hostnamen, der es schickt, auf das Device, auf die Felder, die dort drin sind, Zugriff. Und also weiterhin sehe ich es nicht als einen Anwendungsfall, wo man seine Applikationslog reinschreiben kann, aber da, wo ich in Zukunft vielleicht mal was troubleshooten müsste auf der Sache, also wäre es natürlich wesentlich einfacher als sonst die anderen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Ja, damit bin ich auch schon am Ende angelangt. Gibt es Fragen dann? Ich hätte eine zur Stabilität des Bobs. Muss dazu sagen, ich mache eine hardware Entwicklung, das heißt, Kernel Crashes gehören bei mir durchaus schon mal zum normalen Arbeitsbild. Es hat mir dabei in der Vergangenheit von Zeit zu Zeit mal das Journal zerlegt, sodass er sich nach dem Restart beim Lesen der alten Journal-Einträge verschluckt hat. Das ist gefühlt in der letzten Zeit besser geworden als früher. Hast du Langzeiterfahrungen? Ich habe hier auch noch nicht mal meine SD-Karten zerschossen. So wenig Probleme habe ich mir hier selbst bereitet, leider nicht. Aber es wäre für mich interessant, ob dann noch ein Export noch möglich wäre. Denn wenn für mich wichtig ist, dass ich noch was hinterher troubleshooten könnte, mit Strich O, man kann ja einen JSON-Export machen, also mit mit vielen Leerzeichen oder kondensed, ob er noch auf der Möglichkeit ist. Das würde mich sehr interessieren, ob eine zerschossene Journal-Datei noch exportiert werden kann. Wenn das mal so, also würde mich echt interessieren, oder auch die Kontaktdaten sind ja noch da, weil das ist ein wichtiger Bindeglied zwischen diesem Binär, dem bösen Binär und dem, was
was hilfreich ist, hinterher noch kreppen können. Auf das entfernte Log, aber ich kann da nicht auf Events subscriben, die auf dem zentralen Log hochkommen. Das ist eine Richtung. Man könnte es mehrfach konfigurieren, ja. Aber normalerweise lässt man diesen Journal Remote auf einer Stelle laufen und mit Journal Upload schiebt man da nur rein. Da hinauf setzt ja eben mit Lauschen, das war dann hauptsächlich aber eine Solstack-Config-Management-Anwendung. Da hatte ich die Hoffnung, dass das von uns heute auch. Ich habe bisher nur auf dem sendenden System mit meinem Solstack drauf gelauscht und habe mir noch nie Gedanken gemacht, was da auf der anderen Seite ist. Weil es ist ja dann doch auch wieder eine Library oder sonst irgendwas, was in Solstack dann diesen Lesezugriff herstellt. Und ich denke, vielleicht ist da eine Konfigurationssache, ob der auf eine Datei oder auf ein Verzeichnis lauscht. Ich hatte in der Ankündigung versprochen, strukturiertes Logging den Datenstrom gestalten, also wenn mit Feldern, also zu wissen, dass ich irgendwann will ich pro wichtigem GPIO-Pin eine feste Nomenklatur haben und dann weiß ich, was auf diesen GPIO-Pins in der Vergangenheit passiert ist. Dieses Sort Unique dabei finde ich eine extrem hilfreiche Sache, die, wenn ich ein normales Ticket bei mir, wenn ich es bearbeite, wenn ich die Dateien entpacke, habe ich 2,5 Gigabyte. Auf eine Nicht-SSD, also und die Geschwindigkeit, mit der ich hier ein Sort Unique präsentiert kriege, ist halt total klasse. Und also Datenstrom möglich, ihn zu gestalten. Zertifikaten, ja, hätte ich ja, mit Testen vorher geht es halt doch erheblich leichter und schneller. Nicht nur Python, auch PHP-Node ist möglich. Und ja. Kommandozeile könnte ich mehr zeigen, aber habe ich dann immer zu viel Stress. Noch weitere Fragen? Ja, dann bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Tag heute und morgen.